Fahrradfahren in der Fußgängerzone, dazu noch vor den Augen der Polizei. Eine Vorwarnung gab es dafür jedoch nicht, denn ab sofort ist das Radfahren in der Fußgängerzone in Dülmen erlaubt. Für ein Jahr probeweise sollen damit Erfahrungen gesammelt werden. Dülmen nennt sich ja Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Stadt. Und wir wollen natürlich versuchen, dass die Leute noch mehr auf das Fahrrad als Verkehrsmittel setzen und das Auto in der Garage stehen lassen. Und das bedeutet, dass die Kunden natürlich auch ganz gerne mit dem Fahrrad bis zum Geschäft in der Innenstadt fahren möchten. Die Meinung dazu ist allerdings geteilt. Bei unserer Umfrage hatte der überwiegende Teil der Befragten Bedenken wegen der Änderung. Es gehen ältere Leute und die können angefahren werden oder gerempelt werden oder was auch immer. Prinzipiell fände ich auch Schieben an sich besser, weil ich kenne das selber, wir haben noch ein Kind, was nebenher läuft und die laufen links und rechts und ich fände es ganz gut, glaube ich, wenn Fahrradfahrer schieben würden in der Fußgängerzone, für die Kinder und für uns Kinderwagenfahrer auch. Also ich gehe auch gerne zu Fuß, aber jetzt ist frei, ich denke, wollt's mal durchfahren, ne? Es gibt natürlich auch eine Diskussion über das Thema, die hat man in den politischen Gremien auch. Die Entscheidung für diesen Modellversuch ist ja nicht einstimmig getroffen worden. Ich sage auch ausdrücklich Modellversuch. Wir wollen unsere Erfahrungen damit sammeln. Was die Leute bewegt, ist eine potenzielle Gefährdung durch rücksichtslose Fahrradfahrer. Und deswegen muss man sagen, ein solches Modell funktioniert nur, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen. Aus anderen Städten gibt es positive Erfahrungen mit Radfahren in der Fußgängerzone. Die Stadt Dülmen hofft als fahrradfreundliche Stadt, dass sich diese Änderung auch hier langfristig durchsetzen wird. Bei Kirmesbetrieb und besonderen Anlässen ist allerdings das Radfahren in der Fußgängerzone nicht erlaubt. Wir werden das beobachten und wenn es ein Erfolg ist, dann wird es eine dauerhafte Lösung und wenn es wirklich zu Gefährdungen kommen sollte, dann müssen wir den Modellversuch eben halt einstellen. Die Stadt Dülmen hofft mit dieser Maßnahme zu einer weiteren Belebung der Innenstadt beitragen zu können. Trotz der Fahrerlaubnis für die Fahrräder hat der Fußverkehr in der Fußgängerzone allerdings Vorrang. Wenn es die Situation erfordert, sind die Radfahrer zum Absteigen und Schieben verpflichtet.